So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von In den Toxic Simulator 3D. Und wir haben mittlerweile schon 4.600 Dollar. Das heißt, wir können mal gucken, was wir jetzt machen können. Den können wir schon auf jeden Fall kaufen. Wir könnten uns sogar den kaufen. Der wird sehr teuer, der sieht aber auch ehrlich gesagt nicht so geil aus. Also, dann höchstens wieder den hier. Das heißt, wir kaufen uns erstmal den hier, ne? Meine Rede. So. Achso, hier kann man gar keine Farbe auswählen. Ah, ich dachte, sobald wir den gekauft haben, können wir auch die Farbe auswählen. Also die Lackierung auswählen. Aber nicht so. Interessant. Oh, wir sind schon Level 10. Nice. So, jetzt bin ich mal gespannt, was da so alles bei dem LKW rumwackelt, wenn wir da so gewisse Sachen drin machen. Hä? Ich sehe den ja gar nicht. Aber nee, die wackeln scheinbar nicht rum. Nee, die wackeln gar nicht. Oh, ist ja schade. Alter, da blinkt was, aber da sind nicht mal Lampen, die blinken könnten. What the fuck? Vor allem, wie sogar die Räder bunt sind. Alter Schwede, ey. Eieiei. Das ist dezent interessant. Das Schöne ist bei dem LKW, der ist höher, ne? Das heißt, die Sachen fallen nicht so leicht raus, sehe ich gerade. Okay, wir haben dafür aber auch mehr Fracht. Ah, okay. Na gut. Oh, Alter. Okay, oh, ja, nee, bei dem LKW sieht man drinnen gar nichts mehr. Ja, okay. Scheiße. Gut, dann müssen wir bei dem doch die Ansicht hier benutzen. Oder die hier? Wow. Okay, nee, bei der Ansicht, da habe ich gar kein Gefühl mehr für den LKW. Ne, wir bleiben mal bei der Ansicht erstmal. So kunterbunt wie der LKW aussieht, kann man es auch mal machen. Ach, wir haben zwei Räder übereinander jeweils. Hätten wir das mit dem anderen LKW überhaupt geschafft? Oder sieht der hier einfach nur höher aus und in Wirklichkeit ist er genauso hoch? Ich habe keine Ahnung. Wie wir teilweise auch einfach komplett fliegen, ne? Oh, und wie die Räder teilweise durch die Rückwand durchgehen. Wow. Ah, lol. Man kann doch einfach dran vorbeifahren. Ist ja interessant. What the? Was war das gerade für eine Aktion? So, ich würde es aber mal gerne probieren. Warte mal kurz. Ich fahre mal die Strecke nochmal mit dem anderen LKW. Mal gucken, ob die Fracht wirklich gleich ist. Wenn das ist ein Fake-Ladebalken, in Wirklichkeit klingt ja gar nichts. Ja, guck mal, der ist wesentlich flacher, der LKW. Bei dem würden wir doch die Reifen niemals im Leben unterbekommen. Sonst die ganzen Reifen, die fallen ja sofort runter. Bei der ersten Kurve. Ah ja, wir haben tatsächlich weniger Reifen drauf. Lol. Cool, na, dann bleiben wir natürlich bei dem LKW, weil hier kann man, hier sieht doch die Fahrerkabine schöner aus. Ne, kann man besser die Straße sehen und alles. Na gut, dann war der Einkauf also schon mal für die Katz. Sehr geil. Waren ja bloß 4.000 Dollar oder Rubel oder was auch immer die da in Indien benutzen. D-Mark. So.
Ich meine, gut, es kann jetzt auch an der hohen Auflösung spielen, liegen, mit der ich spiele. Aber man sieht halt einen Unterschied zwischen den Bergen und der Hintergrundtextur von dieser Skybox, wie Tag und Nacht. Man fühlt sich hier wirklich wie, als wenn man in so einer kleinen, in so einem Schuhkarton spielen würde, ja. Und einfach so dieser Schuhkarton so von innen bemalt ist. So sieht's hier gerade so aus. Das ist ja hier echt heftig. Einfach wirklich so eine PNG hochgezogen. Haha. Lol. So, da rechts von uns ist ein bisschen Industriewerk. Aber auch wieder ohne Auffahrt und allem drum und dran. Die können gar keine Lieferung bekommen. Alter, wieso fährt denn der so langsam? Alter, vor allem wie die einfach über alles durchfahren können und wir müssen immer drüber fahren. Das ist voll unfair. Ich überhol mal. Ist der gerade stehen geblieben? Richtiger Break-Test hier, ne? Ja, noch 5 Minuten Zeit. Okay. Kann sein, dass die Strecke noch relativ lang wird. Also lang ist. Aber wir haben noch 5 Minuten. Hallo. Oh, Palmen. Okay. Ich glaube, wir kommen langsam in ein neues Gebiet. Vielleicht kommen wir wirklich irgendwann in die Wüste. Wir haben ja gar nicht mal so... Da ist schon das Ziel. Wir haben noch 4 Minuten. What the fuck? Okay. Oh. Ich hätte gelacht, wenn jetzt was runtergefallen wäre und wir verloren hätten. Direkt am Ziel, einfach tot. So. Wir müssen davon. Okay. Ups, das war zu weit. Next level. Next level. So. Ach, bei dem Auto sind wir schon wieder. Ah, ne, doch, sind andere. Okay. Das hat schon zwar das eine Ding, wo wir letztens schon mal waren. Aber ich schätze mal, so viele Lade- und Entladestellen haben sie hier gar nicht. Also die werden scheinbar für so einige Lade- und Entladezonen einfach das gleiche Modell benutzen. So. Da müssen wir lang. Wäre auch schön, wenn man die Kamera so direkt mit den Tasten 1 bis 3 durchschalten könnte. Und nicht immer nur hier oben mit dem Symbol. Aber vor allem, wie halt einfach alles kaputt ist, ne? Das sieht doch sehr interessant aus. So, der da vorne macht wieder Mittagsschlaf. Vor allem, guck mal, wie wenig Fracht die gerade mal transportieren müssen, ja? Und wir haben auch schon wieder keine Musik, ne? Ja, interessant. Wow. Oh, schon wieder stecken geblieben. Warum? Warum ist diese so? Also zweimal in einem Level stecken bleiben ist ja schon neuer Rekord. Was macht der da schon wieder? Der fährt wieder auf unsere Spur. Merkst du noch was, Junge? Was ist mit dir los? So. Der fährt auch auf unserer Spur, oder? Nee, der fliegt.
hier los? Erst fliegt er. Ja. Jetzt verfolgt er dann auf Schritt und Tritt. Wird auf der falschen Spur. Was mit den Leuten hier los? Sind alle in Indien so? Ne? Also, ich will jetzt nicht wie ein Rassist klingen, aber... Ah, schön. Schön, schön. Aber auch hier diese ganzen Abzweigungen, ne? Ich würde echt gerne mal dieses Schreckennetz hier sehen. Ich denke mal, die Hälfte der Abzweigungen hier macht gar keinen Sinn. Naja. Wenn es nur die Hälfte wäre, wäre es wahrscheinlich noch gut. Das Haus da hinten sieht schön aus. Das ist schon wieder. Also beim ersten Mal sah es noch schön aus, beim zweiten Mal langweilig. Die Frage ist, es scheint ja hier kaum Barrieren zu geben, ne? Könnte man ja also einfach frei rumfahren? Ich meine, gut, kann natürlich sein, dass sobald die Zeit abgelaufen ist, das Spiel beendet wird an der Stelle, also das Level. Das heißt, wirklich frei rumfahren kann man denn auch nicht. Aber cool wäre es natürlich schon, so mal ein bisschen das Streckennetz zu erkundigen und zu sehen, wie wenig Sinn das eigentlich macht. So. Da müssen wir hin. Dann müssen wir hier rein, okay. Oh, aua. Wow, die Markierung ist solide. Auch nett. Manchmal haben wir Musik, manchmal nicht. Sehr, sehr, sehr suspekt. Wenigstens können wir einfach immer schön in die Markierungen reinbreddern. Ohne dass da was passiert. Wer bremst, ist sowieso feige. Was haben wir eigentlich geladen? Ach, wieder unsere aus Styropor bestehenden Marmorplatten. Blöcke. Steht einfach Fässer rum. Das neue Endlager oder was? Boah. Bleib nicht so hängen, ich habe Styropor geladen. Wobei ich auch das Gefühl habe, hier auf der Autobahn hängt er sich bei diesen Geschwindigkeitsbegrenzungsdingern öfter auf als im Wald. Also auf der Dirt-Strecke da. Beim Dirty Dancing. Oh. Da eine harte Rechtskurve. Okay. Naja, wenigstens kann der LKW, wenn man schon langsam fährt, auch relativ weit lenken. Das haben sie schon ordentlich implementiert. Das geht schon. Nicht, dass ich da jetzt dreimal vor und zurückfahren muss, weil er viel zu großen Wendekreis hat. Das wäre nicht so geil. Aber so geht's ja. Tatsächlich. Hey. Immer dieses Hängenbleiben. Ich glaube, der LKW ist einfach hängen geblieben. Da bleibt nicht viel hängen. So. Dann noch einmal schön entladen, zurückbringen den LKW. Und dann haben wir es für die Folge auch wieder geschafft. Geil. Da hinten. Okay. Stehen die eigentlich hier nur rum, oder... Ne, die sind auch solide.
Okay. Die sind auf dem Boden festgeklebt. Mit der Uhu-Spezialkleber. So. Und wir haben wieder 2100 Dollar. Sehr schön. Okay. Dann würde ich mal sagen, das war's für die Folge. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es denn heißt, Fracht von A nach B transportieren. Bis dann.